Okay, Freunde, ihr seht, es ist 18:51 Uhr am 28.01.2023. Das bedeutet ein paar Stunden vor Beginn des Royal Rumble 2023. Und ich lade hier übrigens gerade ein Video hoch, das ist Foto. Oh, das dürfen wir nicht sehen, aber das ist gerade nicht das Thema, okay? Jedenfalls habe ich mir gedacht, eventuell dieses Jahr zu dem Royal Rumble ein Hops genommen Video zu machen. Ohne Witz, ich schaue heute nach so circa einem Jahr das erste Mal wieder Wrestling. Wisst ihr warum? Weil ich eigentlich ein riesen Wrestling-Fan bin, aber in den letzten Jahren einfach so unnormal von dem Produkt der WWE enttäuscht gewesen bin, dass ich mir das einfach nicht mehr geben konnte, okay? Also, ich habe mir gedacht, ich gebe denen heute noch eine Chance, okay? Royal Rumble 2023. Ich werde jetzt versuchen, die Match-Results zu predikten. Und wenn ich mit allem recht habe, dann ist das einfach der Beweis dafür, wie unkreativ diese Company geworden ist, dass selbst jemand, der seit einem Jahr kein Wrestling geschaut hat, einfach jeden einzelnen Matchausgang predikten kann, okay? Folgende Sache. Wir haben das Match Bray Wyatt gegen LA Knight. Das letzte Mal, als ich LA Knight gesehen habe, war so vor 5 Jahren bei NXT. Ich habe absolut keinen Plan, okay? Es gab irgendetwas in den vergangenen Wochen, das, ich habe das alles nicht bewusst wahrgenommen, okay? Ich habe immer nur irgendwelche Sachen auf Insta gesehen oder irgendwelche random Zusammenfassungen auf YouTube oder so. Irgendein Onkel Howdy oder so von Bray Wyatt, der wird eh eingreifen. Und deshalb wird Bray Wyatt irgendwie dieses Match gewinnen. Das ist ein Pitch Black Dark Match oder so. Ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, warum man diese Scheiße jedes Mal machen muss. Mach einfach ein normales Match und gut ist. Dann gibt es ein Match Alexa Bliss gegen Bianca Belair. Bianca Belair für mich einfach der langweiligste Women's Champion aller Zeiten gefühlt. Ist so komplett aalglatt, sehr langweilig. Und Alexa Bliss wird den Titel eh nicht gewinnen, weil sie auch Onkel Howdy-mäßig unterwegs ist und auf die dunkle Seite wechseln wird mit magischen Kräften und keine Ahnung was. Keine Ahnung, wer das im Jahr 2023 noch glaubt, aber was auch immer. Ja, also als übernatürliche Fähigkeiten-Hexe braucht sie keinen Gürtel, von daher wird sie das nicht gewinnen. Dann gibt es noch das Match Roman Reigns gegen Kevin Owens. Bruder, Roman Reigns hat seit irgendwie 7000 Tagen oder so diesen Titel, als ob er jetzt kurz vor WrestleMania seinen Titel an Kevin Owens verlieren wird. Wobei es interessant ist, dass halt Sami Zayn auf der einen Seite Kevin Owens, ja, aber trotzdem, okay, er wird den Titel niemals verlieren, niemals. Also zumindest jetzt nicht heute. Ja, dann gibt es noch den Frauen-Rumble, den wird Rhea Ripley gewinnen, weil sie ist bei Judgment Day, fetzt irgendwelche Männer die ganze Zeit. So, warum sollte sie den Frauen-Royal Rumble nicht gewinnen? Mal ganz davon abgesehen, dass alle anderen, die da sind, gefühlt irrelevant sind. Und dann haben wir noch den Männer-Rumble, okay? Das, meine Freunde, ist die einzige Hoffnung, okay? Wir haben seit einem Jahr oder so diese Bloodlines-Storyline gehabt, okay? Und wenn Sami Zayn diesen Royal Rumble nicht gewinnt, um das wenigstens ein bisschen spannend zu machen, bin ich maximal enttäuscht, okay? Ich bin wirklich maximal enttäuscht. Es gibt drei Optionen, okay? Es gibt einmal Cody Rhodes. Das wäre der 0815-Pick überhaupt. Also, als man schon wusste, dass Cody Rhodes den Royal Rumble 2023 gewinnen könnte, da war es noch 2022, okay? Mir ist gerade kein heftigerer Vergleich eingefallen. Wie auch immer. The Rock wird sehr viel spekuliert, können die ihn nicht bezahlen. Brock Lesnar. Ohne Witz, wenn es Brock Lesnar wird, dann ist einfach komplett vorbei. Ich glaube, ich habe mehr Brock Lesnar versus Roman Reigns Matches in meinem Leben gehabt als Freunde. Okay? Und ich weiß nicht, ob das dafür spricht, dass ich ein trauriges Leben führe oder dieses Match einfach viel zu häufig reproduziert wurde. Und dementsprechend kann es für mich nur einen Gewinner geben, und zwar Sami Zayn. Und wenn Sami Zayn den Royal Rumble nicht gewinnt, dann ist es vorbei.